So, ich darf euch alle herzlich willkommen heißen wieder zu unserem heutigen Webinar, das ganz besonders natürlich auch für Interessenten gedacht ist, weil diese Frage auch immer wieder kommt. Selbstverständlich für Interessenten, aber auch für eben Unterstützer des Projektes, die einfach sich informieren möchten, auf dem Laufenden bleiben möchten und sich einfach mit der ganzen Sache immer mehr vertraut machen möchten. Wir sind ja in einer sehr, sehr bewegten Zeit im Moment, kurz vor dem Startschuss jetzt in Sharjah, vor der Übergabe der Strecke eben. Wir warten schon gespannt drauf. So viel kann ich euch jetzt schon mal im Vorfeld sagen. Es wird am 9.11. eine Telebrücke nochmal, also am 5. ist eine Telebrücke und am 9. werden wir euch nochmal über diese Informationen informieren. Das ist ein Samstag um 15 Uhr. Nähere Informationen kommen noch über die Firma und das wird dann wirklich für alle sein. Im gesamtdeutschsprachigen Raum werden wir euch dann über die Telebrücke von 5. November und was da so an Informationen kommt, informieren. Danach um 16 Uhr oder wenn es ein bisschen länger dauert, eben kurz danach, dann unser interner Stammtisch wieder. So, also, was darf ich euch erzählen? Ich darf euch natürlich erzählen, alles rund um Skyway und um SkyWorld. Denn Skyway ist ja nicht mehr nur noch eine Transporttechnologie, das wissen wir ja schon, die schon länger Unterstützer von dem Projekt sind, sondern das Ganze ist ein ganzer Komplex geworden, wo man also sogar Städte aufbauen kann und so weiter. Und darüber darf ich euch alles eben heute erzählen. So, zuerst, was ist denn Skyway? Skyway ist ein innovatives, das heißt ein neuartiges Transportsystem auf der zweiten Ebene mit sogenannten hochfesten Seitenschienen. Ja, warum spricht man von Seiten? Weil die Technologie ähnlich ist, das erkläre ich euch dann noch, wie bei einer Gitarrenseite oder bei einer Geigenseite. So, wo liegen die Vorteile? Es gibt keine Staus auf der zweiten Ebene, denn auf der Schiene haben wir keine Kreuzungen, keine Kollision und so weiter. Keine Verschmutzung der Umwelt, der Antrieb erfolgt über Strom, ohne eben die Atmosphäre zu verschmutzen. Wir haben es ja schon mitbekommen jetzt. Alles stellt jetzt um auf Elektromobilität. Ich habe jetzt die neuesten Zahlen gesehen. VW will, glaube ich, bis 2025 50 neue Elektromobile bringen, auch Mercedes und ich weiß nicht, BMW will sehr viel umstellen, also weltweit will man umstellen auf Elektrizität. Nur ich denke, bei einzelnen kleinen Fahrzeugen wird das irgendwo ein Problem trotzdem mit dem Platz bleiben oder eben mit der Stromversorgung. So. Dann gibt es hier keine Grenzen. Skyway hat mittlerweile 4 verschiedene Schienenarten, die wir heute auch kennenlernen dürfen. Und diese ermöglichen den Bau auch noch in jedem Gelände und bei jedem Klima. Da werden wir noch Näheres drüber erfahren heute. So, unser erstes Fahrzeug hier, das kleine Unibike. So, was haben wir denn für Probleme weltweit? Einerseits, wenn wir jetzt in Dubai anschauen oder in den Emiraten, kennen wir Sandstürme. Wunderbar, wenn man schöne Breite, auch vielleicht noch recht freie Straßen hat, die dann eben so überweht sind, dann ist man dem Ganzen ausgeliefert, da geht nichts mehr. Oder im Winter, wir stehen ja kurz davor, Schnee und Eis machen der Bahn oft Schwierigkeiten, Züge fallen aus, Straßenverkehr ist lahmgelegt und so weiter. Alles interessiert Skyway, denke ich mal, recht wenig. Oder wie es in vielen Gebieten ist, Regenzeit nach dem Winter, aber selbst auch bei uns, wenn die Flüsse übers Ufer treten, Wasserüberschwemmungen machen uns das Leben schwer. Bei uns ist es noch relativ harmlos. In manchen Gebieten, wo es Regenzeiten gibt, ist es noch viel, viel schlimmer. Das nächste Thema ist der Frachttransport. Güterverkehr bricht überall zusammen. Ich meine, wer viel auf der Straße unterwegs ist, der kennt das Spiel. Die rechte Fahrspur ist sowieso nur für LKWs reserviert, sage ich fast. Die mittlere auch immer mehr. Die Häfen sind überfüllt und so weiter. Also das Frachtverkehrssystem bricht zusammen. Aber auch der Passagiertransport wird immer mehr zum Problem. 2000 Staus jeden Tag auf deutschen Autobahnen, immer mehr Unfälle, wenn man es anschaut, 3270 Tote letztes Jahr auf den Straßen,
fast 68.000 Schwerverletzte, die teilweise im Rollstuhl landen oder eben ja wirklich schwerwiegende Folgen davon tragen. Nicht mehr lustig, das ganze Thema. So, dann haben wir hier, wie gesagt, Hafenprobleme, Logistikprobleme. Ich habe es ja jetzt in Hamburg auch gesehen. Mein Gott, mal ganz abgesehen davon, was die an Energie brauchen. Also, die haben sie uns gesagt, 7 Millionen für einen so einen großen Frachter allein an Sprit. Also, das ist schon eine ganze Menge, ja, für eine Ladung für so ein Schiff. Aber wie gesagt, auch der Platz, das größte Problem ist der Platz, das Be- und Entladen. Und daher hat eben Skyway auch ideale Lösungen mit ihrem Be- und Entladungssystem. Das werden wir alles sehen. So. Viele sagen, sind in Seilbahnen die Lösungen. Überall wird es diskutiert, in der Presse und so weiter. Ja, man kann sich seine eigenen Gedanken machen. Meiner Meinung nach ist das Ganze zu unrentabel, zu langsam. Und wir sagen, sehen auch hier, das sind neuartige Lösungen, vorhandene Lösungen, die man jetzt hat, neuartige Lösungen, sind einfach zu wenig effektiv, zu kostspielig und so weiter. So. Und wie sieht das aus mit Skyway? Was hat Skyway denn alles so zu bieten für diese ganzen Problematiken? Nun, mittlerweile gibt es schon eine Vielzahl von unterschiedlichen Fahrzeugen. Wenn wir hier das Uniwind anschauen, das ist ein Fahrzeug der letzten Lösung. Ich werde es nochmal im Einzelnen dann vorstellen. Oder größere Fahrzeuge, wie eben für mehr Personentransport, Unicar, Unibus und so weiter. Hier diese Fahrzeuge sind alle schon zertifiziert. Sind komplexe Lösungen für eben speziell für den Personenverkehr. So, dann haben wir hier noch auch integriert Fracht, das hier das Fahrzeug oder hier Unitrans, das ist dieses Fließbandsystem mit Be- und Entladesystem. Highspeed natürlich, da sind wir noch nicht zertifiziert, weil da fehlen uns noch die Strecken. Das braucht noch ein bisschen. Schauen wir uns mal im Einzelnen an. Unibike, das war das erste Fahrzeug, das 2016 in Berlin vorgestellt wurde mit dem damals 14-Personen-Fahrzeug Unibus. Da haben wir ja schon damals Probe gesessen, 2016 im September. Unicar wurde ja dieses Jahr schon vorgestellt, Entschuldigung, letztes Jahr vorgestellt bei der InnoTrans 2018. Dann eben das Unitrack nochmal für Schüttgut. Hier die Gummilippe, da öffnet sich das Ganze und dann kann man das Ganze eben zum Beispiel irgendwo entleeren, wo man es möchte, zum Beispiel Kohletransport oder eben Schüttgut. Aber im Frachtverkehr gibt es nicht nur dieses Unitrack oder später auch dann die Seekontainer, die ich euch dann gleich noch zeige, sondern auch dieses Unitrans-System. Das Unitrans-System sieht man hier schön, das sind Förderbände. Hier jetzt ist alles überdacht worden. Sind Bilder eben vom Testgelände in Minsk, vom Marina Gorka. Und da gibt es eben auch ein Be- und ein Entladesystem. Und das kann man eben zum Beispiel auch für Häfen nutzen, bei den Fabriken zum Beispiel beladen und zum Beispiel auf dem Schiff entladen oder auch auf Trucks oder was man halt sonst noch braucht. So, ein ganz kleines sogenanntes Entlösungsfahrzeug ist das Uniwind, weil ganz offen, die fahren ja nicht nach festen Fahrplänen, aber ich sage jetzt mal, von einer Kleinstadt ins nächstliegende Dorf, da fährt ja nicht jeden Moment oder fahren ja nicht die Masse Leute oder gerade jetzt in Sibirien oder in so entlegenen Gebieten, da kann im Uniwind zum Beispiel gute Dienste leisten, eine günstige Variation eben auf der Leichtlaufschiene. So, dann haben wir hier das Highspeed-Fahrzeug, das auch bei der InnoTrans in Berlin vorgestellt wurde, wo wir auch ein sogenanntes Muli noch haben, das eben für Testzweck genutzt wird, wo kein Inventar drinnen ist. Das wird dann erst zertifiziert, also fertig zertifiziert, außer bei der Technologie, den Tests, die macht man jetzt schon in Minsk, aber die Zertifizierung auf der Strecke geht natürlich erst, wenn in Abu Dhabi dann die Teststrecke fertig ist. Und da haben wir ja noch nicht mehr angefangen. So, die Seekontainer sind schon in der Fertigung, die brauchen wir dann in den Emiraten.
Das heißt hier, man sieht es, das sind so Klemmen und das in der Mitte wird praktisch ausgehoben mit solchen, ja, Zangenfahrzeugen, Kränen, nennen wir es, wie sie wollen, wie es auch, zum Beispiel auf Schiffen üblich ist. Dann wird es einfach abgehoben und ein leeres wieder draufgesetzt und dann wieder wegtransportiert. Das könnte man eben jetzt auch ins Meer hinaus oder in der Wüste irgendwo oder auf längeren Strecken gut nützen. Das sind 35 Tonnen hier. Die sind in der Fertigung, aber noch nicht zertifiziert. So, hier typische Hafenlösung auch. Hier sind eben diese, ja, diese Systeme, die eben diese Seekontainer zum Beispiel von der Schiene holen und mit sich, nenn es mal so, wie so große Zangensysteme dann eben rüber transportieren auf die Schiffe. Sowas gibt es ja auch schon in Hamburg. Das kann man ja wunderbar eben sich ansehen und Skyway hat eben dieses System auch integriert in ihre Frachtsysteme. So, also Skyway, wenn man sich so das Ganze anschaut, hat im Prinzip für jeden Belang irgendwelche Fahrzeuge schon in der Ausarbeitung, je nachdem, was gerade eben so interessant ist oder gefragt wird, da werden eben die Fahrzeuge dann entsprechend produziert oder erarbeitet. Und das geht bei Skyway, das haben wir ja schon mitbekommen, relativ fix. Die speziellen Anforderungen für die Emirate in einem halben Jahr war das Fahrzeug fertig. So, jetzt schauen wir uns die Technologie im Einzelnen an. Die Basis ist natürlich die sogenannte Seitentechnologie oder eben diese spezielle Schiene. Warum nennt man das Ganze Seitentechnologie? Man hat hier diese Stahlseile hier oder es gibt auch Kunst, so Kohlefaserstoffe oder so für leichtere Trassen, aber bleiben wir hier mal bei Stahl. Diese Stahlseile hier, da hat man sich das Beispiel genommen, zum Beispiel von der Gitarrenseite oder von der Geige oder Streichinstrumenten. Wenn man eben diese Seile oder diese Saiten, wie es bei der Geige zum Beispiel heißt, eben auch Spannung gibt, dann sind die enorm belastbar. Dieses Wissen hat man sich hier zunutze gemacht und hat eben dickeres Stahl genommen und spannt diese zwischen zwei Spannstellen. Dazu kommt, dass es noch ineinander verdreht wird beim Spannen und dadurch braucht man auch keine Befestigungselemente und man erreicht noch eine viel höhere Belastbarkeit. Das war ursprünglich nicht so geplant, aber da kam man dann bei den ersten, ja, Realisierungen im Ökopark, kam man dann auf den Dreh, dass man da eben eine mehr als Verdreifachung von Belastung erreichen kann. So, also wie gesagt, diese Saiten, so nennt man diese ineinander verdrehten Stahlseile, die gespannt sind, halten das Ganze. Außen herum haben wir dann den Schienenkörper und der Schienenkörper, wie gesagt, ist nur ein Körper und ist nicht Gesamtstahl. Das macht das Ganze natürlich erstens billiger, aber was noch viel wichtiger ist, dieser Spezialbeton, der hier als Füllmaterial dient und eine spezielle Körnung hat, der enthält auch noch eine Substanz, deren das Rosten verhindert und er unterbindet die Schwingung, das heißt das Geräusch von Stahl. Denn Beton schwingt ja nicht, Stahl schon, das kennen wir ja von der Klangschale zum Beispiel, das wollen wir ja nicht über unseren Köpfen. So, also das sind die Vorteile davon. Und dann hier oben haben wir natürlich die Fahrstrecke, das sogenannte, ja, den Rad, die Schiene, wo einfach drauf gefahren werden kann. So, und dann gibt es eben noch die Möglichkeit, bei den meisten, nicht bei jedem System, aber bei den komplexeren wie hier, kann man noch eben so Leerrohre mit integrieren, wie zum Beispiel für Glasfaserkabel oder Stromleitungen und so weiter. So, und das ist die Basis von diesem System. Also im Grunde nichts Neues, nur optimal kombiniert. So, der Vorteil dieses Schienensystems, da es ja gespannt ist, man braucht keine Unterbrechungen, keine thermischen Aussparungen bei Stahl oder so, wenn es arbeitet, oder bei Brücken muss man das haben. Das Ganze ist fünfmal glatter als ein normales Schienensystem und es ist dreimal stärker. Es ist unheimlich belastbar, trotz der relativ filigranen Bauweise. So, und hier haben wir die einzelnen Schienensysteme. Also ich sagte ja, für jeden Belang haben wir ein Schienensystem. Fangen wir hier mit diesem starren, ganz starken Schienensystem an. Hier haben wir eine Belastung
von, ich glaube, bis zu 100.000 Tonnen, zum Beispiel für Fracht oder eben für Personenverkehr, für Highspeed-Verkehr. Dann braucht man natürlich wesentlich mehr Sicherheit. Das Ganze ist zweispurig und ist natürlich wie ein Fachwerk hier aufgebaut, die starre Konstellation. Vorteil hier ist noch zusätzlich, dass man auch unten noch zweigleisig fahren könnte. Oder auch eingleisig, das spielt keine Rolle. Also oben, unten ist das Ganze nutzbar und das ist natürlich eben für spezielle hohe Anforderungen gedacht. So, dann gibt es eben noch die halb flexible Konstellation, das haben wir hier oben. Und zwar hier haben wir nicht so eine hohe Belastung und hier können wir auch nicht so hohe Geschwindigkeiten fahren. Das ist ausgelegt bis 150 Stundenkilometer, ist auch nicht gerade langsam, ja. Aber die starre Konstellation, das ist natürlich ausgelegt bis 500 bis 600 Stundenkilometer und eben für viel mehr Gewicht. Dann gibt es noch hier diese flexible Konstellation, das sogenannte Hängebrückensystem, wo man von A nach B die Gravitation ausnutzen kann. Runter geht es von alleine, nach oben bremst von alleine und damit natürlich enorm Energie einsparen kann. Das kann man genau berechnen, dass man fast keine Energie benötigt. Zum Beispiel zwischen Hochhäusern, zwischen Türmen im Gebirge, von einem Berg zum anderen rüber und so weiter. Bis bei speziellen Materialien bis 5 Kilometer Spannweite ist hier möglich, ohne einen Zwischenpfeiler. Ist eben zum Beispiel im Gebirge kann das sehr bedeutend sein oder übers Wasser drüber, wenn man eben nicht so diese extreme Belastung braucht. So, und dann gibt es noch eine ganz, ganz leichte und sehr kostengünstige Variation. Hier ist der sogenannte String oder die Saite nicht wie bei der Seilbahn hier direkt an der Halterung dran, dass es hier punktuell reibt und natürlich ständig erneuert werden muss. Nein, hier ist dieses Seil, dieses Stahlseil in einem speziellen Rohr. Die Österreicher sind da ganz stolz drauf, denn dieses Rohr kommt ja aus Österreich. Und dieses Unternehmen hat natürlich hier mittlerweile schon fast Wachstumsprobleme mit dem Personal, weil sie hier eine sehr, sehr gute Zukunft haben. Aber die Österreicher, die spielen ja sowieso sehr eifrig mit, ja, bei Skyway. Da werden wir heute noch ein zweites Thema haben. So, gut. Das ist eben, diese Seile nennt man zum Beispiel für Uniwind, für die Endlösungen eben, wo man in entlegene Dörfer muss, wo wenig Frequentierung ist, wo man da nicht sagen muss, okay, zweimal am Tag fährt ein Bus oder zweimal am Tag ein Zug, wenn überhaupt, sondern da kann man einfach flexibler mit diesem System fahren, wenn es gerade eben notwendig ist und eben auch, wenn man in einem entlegenen Dorf wohnt. Eine ganz geniale Geschichte. So, und dann kommt noch ein wichtiger Faktor dazu, das ist das spezielle Motorrad, ja? Das Geheimnis, das Junitzki uns nicht verrät. Elektrisch angetrieben, kann aber wenn zum Beispiel Elektrizität nicht vorhanden ist, weil vielleicht keine Sonne scheint, kein Wind geht und so weiter, keine Steckdose da ist im Moment, hat jedes Fahrzeug nicht nur die Elektrizität, sondern die haben auch bei den größeren Fahrzeugen zumindest ein sogenanntes Notaggregat, eine Technologie in den Fahrzeugen, wo dann zum Beispiel mit Erdgas, Methan oder Wasserstoff auch ein Generator angetrieben werden kann, dort Strom erzeugt, der dann dieses Elektrorad auch mit versorgt. So, also das ist dieses spezielle Elektrorad, das immer nur von Skyway hergestellt werden wird. Ja, und hier sieht man nochmal einen Querschnitt eben von der Schiene. Die Elektroräder sind, ich sage jetzt Allradräder, das heißt, jedes einzelne Rad wird motorisiert, wird teils über die Schienen versorgt, aber eben auch über Energieversorgung, teils eben von der Technologie, die im Fahrzeug ist. So, ein weiterer wichtiger Vorteil, ja, das ist bei Skyway, wir haben ja, wenn wir uns fortbewegen, haben wir ja in der Regel gerade auf dem Boden den Windwiderstand. Das Flugzeug hat das weniger, das Flugzeug muss nach oben und dafür braucht es viel Energie, aber oben hat es ja fast keinen Luftwiderstand. Auf dem Boden sieht das Ganze etwas anders aus. Ja, wenn wir uns das Auto hier anschauen, das hat hier einen Windwiderstand von 0,4.
Der Intercity liegt bei 0,2 zum Beispiel. Die sind natürlich auch von der Form her optimiert. Aber wenn man das Ganze dann noch etwas höher gibt, ja, nämlich auf eine Schiene auf der zweiten Ebene, reduziert sich der Windwiderstand erheblich. Warum? Wenn wir diese Strömungen, die Luftverwirbelungen da unten nicht haben. Vielleicht kennt ihr das noch, wenn die Fahrzeuge, die immer so schön aufgemotzt werden mit Spoiler und Co., der Sinn und Zweck ist einfach, dass man hier den Windwiderstand reduziert und dadurch schneller fahren wollte. Früher war das ja ganz geil, ja, also wie ich noch jung war, das ist ja schon ein paar Tage her. So, und das hat eben den Sinn. Oben haben wir diesen Windwiderstand nicht, weil wir diese Turbulenzen nicht haben unter dem in den schmalen Zwischenraum. Und so haben wir nur einen Windwiderstand von 0,06, weil wir natürlich eine windschnittige Form haben und eben auf der zweiten Ebene uns befinden. Und das sieht man hier schon im Vergleich. Bei 60 Stundenkilometer ist es 30% weniger Energie, bei 300 ist es sogar 90% weniger Energie als unten auf dem Boden. Weil je schneller das wir fahren, desto stärker kommt der Widerstand eben. So, dann kann man eben mit den Fahrzeugen von Skyway auch sehr viel Kraftstoff einsparen. Das kommt natürlich wieder darauf an, Windwiderstand, Fahrzeug, Bau und so weiter. Hier haben wir zum Beispiel das 14-Personen-Fahrzeug, das 2016 vorgestellt wurde, auf der InnoTrans. Hier braucht man 0,12 Kilogramm pro Passagier. Also Kraftstoff in Kilogramm ist etwas eigenartig, aber gut. Hier bei diesem Highspeed, das sind wir natürlich ein bisschen schneller unterwegs, nämlich mit der fünffachen Geschwindigkeit, 0,93 Kilogramm pro Passagier, pro 100 Kilometer. Trotzdem ist es enorm wenig. Man kann mit diesen Technologien, mit diesen Fahrzeugen auf der zweiten Ebene jährlich bis zu 880 Tonnen Kraftstoff einsparen im Vergleich zu herkömmlichen Technologien. Das muss ich jetzt einfach mal so glauben, weil ich bin natürlich, wie wir alle hier, kein Techniker. Interessant ist es natürlich auch bei den ja, ich sage Kapitalkosten, das sind die Baukosten. Was muss ich aufbringen, um das Ganze erstmal zu errichten? Hier sieht man ganz deutlich die Unterschiede. Nehmen wir hier mal die Magnetschwebebahn, dann hier die Einschienenbahn, die LKWs, der Zug und hier Skyway. Ja, ich werde jetzt nicht jedes einzelne uns anschauen. Das sind die Fahrtkosten, also die Bewegungskosten, die Operation Cost. Dann haben wir den Energieverbrauch. Es ist egal, was wir nehmen. Ja, es verändert sich hier natürlich zwischen den einzelnen Faktoren wieder die einzelnen Segmente. Aber wir sind hier mit Skyway immer extrem im grünen Bereich. Mit einer Ausnahme hier die Umweltverschmutzung, dann die Unfallrate, überall extrem weniger. Hier sind wir extrem im Vorteil. Und was ist das? Das ist die Kapazität. Das heißt, die Ausnutzung, das heißt, wir haben bei den Kostenfaktoren, egal um was es geht, auch bei der Unfallrate, extreme Vorteile und bei der Kapazität haben wir noch viel, viel mehr Leistung. Da kann noch annähernd hier, das ist das wieder für die Metro mithalten, also die kann noch sehr viele Leute bewegen, aber sie kann natürlich nicht bei den Kosten mithalten. Aber ansonsten bei der Leistung, bei der Fortbewegung, bei der Transport, Möglichkeiten, sei es Fracht, sei es Personen, ist einfach aus Skyway extrem im Vorteil. Hier schauen wir uns die Magnetbahn, glaube ich, nee, die Trambahn. Trambahn ist das hier, also ist kein Vergleich. Und das sind natürlich erhebliche Vorteile, die in Zukunft sicherlich viele nutzen werden. Dann schauen wir uns mal hier das Diagramm an mit den Lieferkosten. Gut, die Lieferkosten beim Flugzeug sind hier. Ja, natürlich hoch, ja, bei dem LKW auch relativ hoch, beim Schiff sind sie noch am günstigsten, dafür haben wir hier natürlich enorm lange Lieferzeiten. Und Skyway ist auch hier wieder extrem im Vorteil, überall niedriger als an alle miteinander. Sei es um Geschwindigkeit, sei es um Wirtschaftlichkeit, hier sind wir hier enorm im Vorteil. So, dann haben wir hier noch Sicherheit oder Anpassungsfähigkeit und Geschwindigkeit. Nehmen wir ein paar Beispiele. Nehmen wir hier Skyway, klar, 3 bis 8
Millionen kostet jeder Kilometer. Und hier sind die Fahrzeuge integriert, hier sind die Stationen integriert. Skyway kann man nicht sagen, das ist nur eine Linie, sondern Skyway wird immer gefragt, wie viele Passagiere braucht ihr in der und der Zeit. Danach werden die Fahrzeuge eben errichtet und berechnet. Und beim Kilometerpreis sind praktisch immer die Fahrzeuge und die Stationen mit integriert. Deshalb braucht man viele Stationen, kurze Strecken. Dann ist natürlich der Kilometerpreis höher, ist man auf weitere Strecken unterwegs und braucht kaum Stationen. Dann ist natürlich das wesentlich günstiger. Ja? Und da gibt es auch dann natürlich so letzte Meile, die sind dann noch günstiger, also pro Kilometer. Es kommt halt immer drauf an, die Stationen und so weiter kosten wird. So, dann vergleichen wir Monorail, also die Einschienenbahn. Oder Hyperloop. Monorail sind wir bei 36 Millionen. Schauen wir uns aber hier die Geschwindigkeiten an, ja? Hier bis 600, die können nur bis 80 Stundenkilometer erreichen. Die können sich alle nur auf flachen Booten bewegen. Wir haben hier keine Limits. Das heißt, wir können aufs Wasser, wir können übers Wasser, wir können ins Gebirge. Wir haben im Moment schon die Möglichkeit, bis 30% Steigung zu bewältigen, wie zum Beispiel auch die Seilbahnen. Aber halt mit anderen Geschwindigkeiten ist es hier möglich. Und die Sicherheit, sehen wir hier auch, ist extrem hoch. Hier ist es auch hoch, hoch. Und bei Hyperloop, das ist das Interessanteste, ist es Medium, ja. Und hier sind wir natürlich in einem Kostensegment bei der Magnetbahn oder bei Hyperloop. Ja, das wird sich nicht jeder leisten können. Und da allein diese Faktoren sind natürlich schon gewaltig. Was aber auch eine wichtige Rolle spielt, sind natürlich hier No Limits, ja, oder Geschwindigkeiten. Geschwindigkeiten ist nicht alles, aber No Limits, wo ich überall hin kann. Welcher Transportweg geht denn schon über den Berg? Ist nicht so einfach. Es geht im Moment nur mit Seilbahnen. Aber das ist keine Effizienz. Das mag vielleicht für ein Dorf oder ein bisschen was oben, ich sag so Hütten mit Versorgung nützen, aber so richtig Frachtsystem ist es uninteressant. So, dann gibt es natürlich auch bei Skyway, ich sage mal jetzt UnitSkies Hyperloop, Hyper-U. Das wird auch eben in Abu Dhabi die Teststrecke kommen, wo man dann mit sogenannten Halb- oder Vorvakuum eben in bis zu 1250 Stundenkilometer erreichen kann, und zwar auf dem Meeresboden, über der Erde oder auch unter der Erde wäre das möglich. Auch das kommt seitens von Skyway. Und wird die Teststrecke dann in Abu Dhabi eben sein, wo eben die Scheichs diese Möglichkeit gegeben haben und das Grundstück kostenlos zur Verfügung gestellt haben. So, dann arbeitet Skyway natürlich mit modernsten Technologien. Alles, was andere versuchen jetzt zu integrieren und zu verbessern, hat Skyway natürlich den riesen Vorteil, implementiert es jetzt schon von vornherein. Blockchain-Technologie werden wir gleich dazu kommen. Oder hier eben diese 3D-Experience-Technologie bei der Produktion, die nötig ist für Tests, zum Demonstrieren und so weiter. Hier arbeitet man zusammen mit der Sault Systems von Frankreich, die hier eben federführend sind weltweit, die Software zur Verfügung stellen. So, dann arbeitet Skyway mit den sogenannten intelligenten Steuerungssystemen, was andere erst einbauen und integrieren wollen. Das ist natürlich immer schwieriger, als wenn man etwas neu auf den Markt bringt. Zum Beispiel diese Echtzeitsteuerung, diese Onboard-Echtzeitsteuerung. Ich habe euch noch eine Grafik dann, wo ich euch das noch am Fahrzeug zeige, was da gemeint ist. Dann das Steuern von der Bewegung. Also das heißt, die Fahrzeuge, die bewegt werden, werden automatisiert eben gesteuert zwischen den Bahnhöfen, Trassenreservierung und Routing, so nennt man das Ganze, Umleiten und so weiter, wird automatisiert über Blockchain sein und über intelligente Steuersysteme. Datenerfassung, ständig Datenaustausch weitergeben, wie viel ist das Fahrzeug schon gefahren, okay, hier zum Beispiel eine Blockade, tauschen die aus, wird es umgeroutet. Meist treffen die Module das selber, sie brauchen nur einfach einen Grundfahrplan, das ist klar. So, das muss alles natürlich eingespeichert werden, einmal in die Blockchain und dann wird das automatisiert geregelt. Hier sieht man schon mal, aber ich zeige euch dann das auch noch am Highspeed-Fahrzeug.
So, dann gibt es die zweite Variation, die Verfolgung durch der intelligenten Umgebung. Da gibt es ja dieses tolle Video, wo Junitzki vorausläuft und sein Hundi, wie er so schön lieb sagt, ihm hinterherläuft in der gleichen Geschwindigkeit, wie er sich bewegt, wird er schneller, fährt es auch schneller. Es wird, glaube ich, bei Tests haben sie es auf 25 Meter eingestellt, versteckt er sich, bleibt er stehen, geht nicht weiter, geht er rückwärts, fährt rückwärts und so weiter. Die haben da mit 90 verschiedenen Objekttypen das Ganze schon voreingestellt, zum Beispiel auch, wenn einer eine Waffe hat, ein Messer, sogar die Gesichtsausdrücke, wenn jemand ängstlich schaut, dann erkennt es das, dann wird sofort Signal gegeben an die Stationen und man schaut sich das Ganze näher an und so weiter. Man arbeitet eben eine Kombination aus Radar und Kamera. Und dadurch haben sie ein System, das selbst bei schlechten und schwierigen Wetterbedingungen eben die Hindernisse erkennt. Wartungsdaten müssen, wie soll ich sagen, ständig weitergegeben werden, weil wenn jetzt irgendwie mal was nicht rund läuft und so weiter, dann merkt das das System und sagt zurück in die Werkstatt. Ist ja auch sehr bedeutend. Oder das Fahrzeug hat jetzt schon so und so viele Kilometer, dann wird es eben wieder in die Wartung gegeben, damit es hier keine Sicherheitsrisiken gibt. Interessant ist eben auch die Interaktion mit den Fahrgästen über die mobilen Apps. Das werde ich gleich nochmal erklären. Und Fehlervorhersage zum Beispiel auch. Also natürlich haben sie Systeme drinnen, wenn da irgendwas nicht unrund läuft, dann das kennen wir ja auch von den Flugschreibern vom Flugzeug, auch solche Systeme sind hier integriert. Ganz spannend ist für mich, das zeige ich euch dann natürlich auch, wie das mit den Zahlungssystemen funktioniert. Aber hier nochmal ein Bild, wie das eben von das Steuerungssystem funktioniert. So, hier die Bordkommunikation. Hier haben wir ein Bordkommunikationssystem vorhanden. Dann ein Bordsteuersystem. Wir haben ein Sicherheitssystem, Datenübertragungssystem, Positionssteuersystem, also wo es sich gerade befindet und so weiter. Dann Benutzerinteraktionssystem, also das interagiert mit anderen Hindernissen und so weiter, haben sie an verschiedenen Stellen. Dann hier Antriebssystem, also unglaublich, was hier in so einem Fahrzeug schon an Techniken und an Steuersystemen integriert ist. Elektrooptisches und radioelektronisches Überwachungssystem, das habe ich eben auch genannt, natürlich außerhalb, aber auch innerhalb. Ja, wenn jetzt innen ich als Frau bedroht werde und irgendjemand geht auf mich mit dem Messer los, dann sieht es das System. Wir haben auch Innenüberwachungssysteme und dann wird es sofort an die Leitstellen weitergemeldet. Also es ist unglaublich, mit welchen Mitteln die hier schon arbeiten. So, aber interessant ist eben das Geldsystem auch von Skyway. Skyway, wissen wir ja mittlerweile, wird eine eigenen Skyway Global Token herausbringen. Ja? Der Skyway Global Token wird das ganze Zahlungssystem innerhalb des Skyway Transport- oder Ökologiesystems SkyWorld, muss man fast sagen, steuern. Einerseits natürlich zwischen den Fahrzeugen, das heißt, wenn ich jetzt einsteige, dann muss ich erstmal durch das Drehkreuz durch, kennen wir ja von der U-Bahn zum Beispiel, und dann steige ich in das Fahrzeug ein. Überall wird man Sensoren finden. Diese Sensoren kommunizieren dann entweder mit meiner Handy-App oder mit speziellen wiederaufladbaren Transportkarten. Ja, die haben dann so wie so ein RFID-Chips oder wie man das nennt. Die müssen einen speziellen Standard, den SCDSA-Verschlüsselungsalgorithmus besitzen. Das sind spezielle, wie so eine Kreditkarte sieht das aus, und die kann man eben beladen und das kommuniziert dann eben mit der Blockchain, ja, mit diesen Sensoren. So, und wenn ich dann wieder aussteige, aha, Rosemarie ist ausgestiegen, zack, jetzt wird das sofort entweder von der Karte oder eben von meiner Handy-App und wird das abgezogen, und zwar in Tokenform, ja, wie das dann ist, ob der Token dann automatisch kommuniziert oder ob ich das aufladen muss, das weiß ich jetzt noch nicht ins Detail. Aber das gesamte Zahlungssystem innerhalb von Skyway läuft über den SWG-Token. So. Und
Da geht es dann auch, wie soll ich sagen, auch um Abrechnungen zwischen den Organisationen. Das heißt, alle, die in diesem System integriert sind, sind es jetzt die Angestellten, sind es Stationen, sind es irgendwelche Errichter von regionalen Bauprojekten, Baufirmen und so weiter. All diese werden dann in SWG-Token ausbezahlt. Und das kann man natürlich dann umtauschen, wenn man möchte, in eine andere Währung. Ich kann mir vorstellen, dass langfristig gesehen, wenn das richtig groß wird, dieser SWG-Token sogar ein komplettes Zahlungssystem werden könnte. Weil wenn das wirklich richtig groß wird, alles was vorrangig ist, wird ja dann auch woanders als Zahlungsmittel akzeptiert. Ja, weil ich werde ja immer solche Strukturen nutzen müssen. Aber das ist noch etwas Zukunftsmusik, das lassen wir uns auf uns zukommen. So, und die Unterstützer, die das ganze Projekt unterstützen und später dann auch von Dividenden profitieren werden, die werden dann natürlich auch in diesen SWG-Token automatisiert über die Blockchain die Abrechnung erfolgen. Das heißt, hier sind keine Buchhaltungen nötig und so weiter, sondern eben nur Voreinstellungen in der Blockchain und das System bezahlt alle betroffenen Leute in oder Organisationen in diesem System ganz automatisiert. Ob das jetzt der Kioskbetreiber ist, der vielleicht dann auch noch Miete zahlen muss, dem wird es dann halt abgezogen und so weiter. All das, was halt so ist, wird miteinander eben integriert und das muss halt erst einmal programmiert werden. Ich möchte das nicht machen, also ich wäre damit überfordert, aber dafür gibt es eben Leute, die sowas machen. Und das, wie gesagt, alles ohne Faktor Mensch. Viele sagen dann immer, danach gibt es ja bald keine Arbeitsplätze mehr. Das ist Blödsinn. Also ich kann euch eins sagen, gerade jetzt, was jetzt den Transport anbelangt, wir haben hinten und vorne zu wenig Fahrer, wir haben kein Personal mehr. Überall herrscht Personalmangel. Und das größte Problem, das man im Moment im Transportbereich hat, das ist der Faktor Mensch, der das Fahrzeug lenken soll. Also es ist ein riesiges Problem mittlerweile geworden. Und das wird sich dann einfach natürlich irgendwo umschichten und es werden wieder andere Arbeitsplätze entstehen. Und so gab es früher haben die Leute im Kohlewerk ihr Geld verdient, heute kaum mehr jemand. Und so ist das halt ein Wandel der Zeit. So, und dieser digitale Währungstoken wird eben als Werteinheit im gesamten Wirtschaftssystem weltweit einheitlich sein. Und das ist natürlich schon mal komplett faszinierend. Sowas hätten andere vielleicht gerne, wir haben es ja mitbekommen, auch Facebook möchte ja so gerne einen eigenen Token eben oder einen eigenen Coin bringen, wahrscheinlich für ihre eigenen Zahlungssysteme. Ob und wann, das ist fraglich. Ich denke schon, dass das eines Tages sich durchsetzt. Und ich denke, dass viele große Firmen eines Tages ihre eigenen Zahlungssysteme haben und das Ganze eben kryptisch sich in der Zukunft verändern wird. Warten wir das Ganze mal ab. So, hier haben wir noch dieses Interaktionsschema zwischen Anbieter und Verbraucher. Wer ist denn alles in so einem System integriert? Zum Beispiel, das sind natürlich Passagiere und die Passagierunternehmer, also der Transport, dann Beratungsstellen, Hotline, Versandunternehmen, Wagenbetreiber, Verkehrsregelung, automatische Prozessleitsysteme, so die Stationen eben, dann die Linienbetreuer, die Polen, dann Landleasing, ja, wenn man irgendwo Land mieten muss, Elektrizität muss ja, all diese Faktoren sind in diesem System integriert und werden dann über das Tokensystem auch ausbezahlt. So, und jetzt schauen wir uns an, wer der Erfinder nicht nur dieser Technologie, sondern wie wir gleich noch sehen werden, von Sky World ist, nämlich Anatole Eduardovich Junitsky. Ein Phänomen mittlerweile leider schon 70 Jahre alt. Man hat ihm ja lange genug das Leben schwer gemacht, aber jetzt sind wir halt zur richtigen Zeit. Er ist mittlerweile integriert in zwei UNO-Projekten. Da ist er auch sehr, sehr stolz und wird auch häufig darauf angesprochen eben.
Er ist der Erfinder von 150 Erfindungen, 20 Monographien und zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten und natürlich der Erfinder und der Präsident des Verwaltungsrates der internationalen Skyway Unternehmensgruppe. Aber nicht nur das, auch der Erfinder von seinen ganz großen Visionen, nämlich von Spaceway. Letztes Jahr im Dezember wurde er dann mit dem Internationalen Friedenspreis in der Slowakei ausgezeichnet. Und das sind wir natürlich als Unterstützer auch sehr, sehr stolz. Die ganzen Informationen findet man auf der junitsky.com-Seite so. Das sind hier, ja, seine Geschichte, seine ersten Starts, seine ersten Bilder. Hier die ersten Tests von 2001 bis 2009 in Ossory in dem Gelände, wo er eben auch von dem Unterstützer General Lebed, der ja leider sehr früh mit dem Hubschrauber abgestürzt ist, aber der tatsächlich mit über 1 Million damals diese ersten Tests und in diesem ersten Gelände mit unterstützt hat, das ja leider zerstört wurde in einer Nacht- und Nebelaktion. Dann ging es nach Litauen, Widerstände, und jetzt ist es dann endgültig in Minsk realisiert worden. Hier die Vision eben mit Spaceway. So, natürlich gibt es mittlerweile schon viele, viele Patente, sei es um die Technologie, sei es um die Fahrzeuge, 83 Patente mittlerweile weltweit, von China bis Australien. Diplome, hier mittlerweile den vierten Golden Chariot erhalten, dieses Jahr noch nicht so sehr lange her. Also auch hier viel, viel Bewegung, 18 internationale Ausstellungen von Singapur bis Berlin. Berlin war mal, wie gesagt, schon zweimal. In Moskau hat er dann auch hier das Unimobil, das wir auch gleich nochmal sehen werden, vorgestellt. Oder in Berlin letztes Jahr das Unilot, das Highspeed-Fahrzeug. Dann hat das Unternehmen mittlerweile auch in Deutschland die ISO-Zertifizierung bekommen, nämlich von Thüringen. Das sehen wir hier. Ja, da ist natürlich Skyway sehr stolz drauf, denn die Deutschen sind sehr, sehr kritisch. Ich weiß das aus eigener Erfahrung, was es bedeutet, eine Zertifizierung in Deutschland zu erreichen. Das ist wirklich ins Detail. Da darf jeder, ja, jeder Aufkleber auf dem Ordner muss passen. So, dann hat er auch die ISO-Zertifizierung für Umweltfreundlichkeit noch aus Australien, von der SAE Global in Australien erhalten. Schon vor 2 Jahren meines Wissens, genau 17, mittlerweile aufgenommen in der Liste der UNO-Expertenprogramme für Nachhaltigkeit, ein großes Thema, das ja, unsere Greta will ja immer mit dem Klimawandel da erzählen, dass Nachhaltigkeit bedeutet einfach, den Planeten zu schützen. Und da gibt es eben seit 2015 ein Programm, wo man einfach die unterschiedlichsten Projekte integriert und unterstützt und eben gewisse Ziele bis 2035 oder 30 erfüllen, 2030 erfüllen möchte, um einfach unseren Planeten zu schützen. Auch da auf der Seite 100, wer sucht, ja, ist Junitsky und Skyway Technologie dieses Jahr aufgenommen worden. So. Wie sieht es mit der Produktion aus? Hier haben wir es, das Gebäude werden wir dann nochmal sehen. Zweijähriges ja, Jubiläum gefeiert, mittlerweile dort mehr als 1000 Mitarbeiter. Also es gibt noch zwei kleinere Offices. 2017 habe ich das erste besucht, das dritte kenne ich noch nicht persönlich. Hier war ich auch schon drinnen. Also so wie es hier aussieht, sieht es auch wirklich in der Realität aus, kann ich persönlich bestätigen. Weil auch mein Mann war damals mit dabei. Dann haben wir hier die Hallen für die Serienfertigung. Das ist ja mittlerweile schon fertig. Das hier ist die Manufaktur für die Miniaturfahrzeuge und die Prototypen. Dann hier, das ist angemietet, meines Wissens. Das ist jetzt eigens gebaut worden, eben für die Serienfertigung, zum Beispiel in den Emiraten. Weil, mein Gott, von nichts kommt nichts. Man muss ja das Ganze auch produzieren können. Und gerade am Anfang möchte man natürlich kein Risiko eingehen, muss alles perfekt sein. So. Aber wenn man eine Technologie auf den Markt bringen möchte oder irgendwas auf den Markt bringen muss, muss man den Leuten ja erstmal sagen, erstmal zeigen, dass es funktioniert. Und dafür braucht man einen Businessplan. Und laut Businessplan hat man diesen Zertifizierungsplan
Plan oder diesen Park hier finanziert. Man hat die Technologie ja geschätzt auf 400 Milliarden US-Dollar, aber erst wenn es eben zertifiziert ist. Und um das Ganze zu zertifizieren, braucht man natürlich Platz, muss das Ganze zeigen und so weiter. Wer kauft schon gern die Katze im Sack? So, ursprünglich laut Businessplan waren drei Strecken geplant. So, wie es halt so oft ist, das Leben verändert sich. Blockchain war ursprünglich damals auch nicht integriert und nicht geplant. Mittlerweile hat man hier schon die sechste Strecke gebaut in Minsk. Also nicht drei oder vier. Hier war Highspeed geplant. Das ist ja jetzt, wird ja jetzt in Abu Dhabi gemacht. Hier das Hängebrückenmodul, die Leichtlaufstrecke und hier das Frachtsystem. Das passt. Aber zusätzlich hat man hier die superleichte eben mit diesem Rohr, wo das eben der Stahl aus Österreich kommt. Dann hat man hier noch diese Strecke eben für die schweren Seekontainer, die man in den Emiraten braucht. Weil man muss ja erstmal in Minsk, wo die Bedingungen einfacher sind, wo man mit eigenen Leuten arbeiten kann, muss man erstmal die Kleinigkeiten ausarbeiten. Und wenn dann die ersten Tests erfolgreich sind, dann geht es weiter, zum Beispiel mit den Seekontainern, in das zweite Testgelände, nämlich in das Skyway Innovations in das Innovationscenter in Sharjah, ja, und dort in diesem SWIC, das ja zu 40% auch den Emirates gehört und zu 60% UNITSKI, wo man ja jetzt die erste Strecke schon gesehen hat. Ja, hier ist die Strecke, die starre Konstruktion, hier ist das Ökohaus, wo man ja gekämpft hat. Ein Holzhaus ist ja dort wegen der Hitze nicht erlaubt. Man muss da erstmal, was weiß ich, 15 Zentimeter Beton noch außen machen. Das wollte Junitzki natürlich nicht. Aber er hat es durchgesetzt und er durfte das Delegationsgebäude und Vorführgebäude dort bauen. So, hier, wir sehen Sie die Scheichs hier auch in den Fahrzeugen. Und wie gesagt, dort gab es ja jetzt ein schönes Video, kann ich euch ja mal kurz zeigen. Wer es also nicht glaubt, ob Sharjah existiert, haben fremde Investoren aufgenommen, das ist Sharjah. Sharjah ist ja alles Flugmontage und so weiter, ich kann nicht sagen. Sehen, aber diese Pfeiler, das habe ich jetzt gleich gesehen. Dabei ist weiß, dass auch Fotos existieren. Und man sieht hier eben die ersten Tests. Also es wird nicht mehr lange dauern, bis das Ganze dann realisiert und fertig ist. So. Und hier zurück, also wie gesagt, das ist hier, sieht hier natürlich auf dem Plan alles schön aus, aber dort ist es ja alles Wüste und die haben natürlich so einige Schwierigkeiten zu bewältigen. Das wird dann Junitski, werde ich euch dann noch bei seinem Interview erzählen. So, hier der Leiter des Emirats Sharjah, der ja auch ein Autor ist und ein sehr kluger Mann, der auch die Biografie mit Junitski ausgetauscht hat und so weiter. Der hat ja extra diesen Plan für das Innovationscenter in Sharjah umgebaut. Es war ja alles schon fix geplant, damit Skyway eben integriert wird. Und zwischen dem Hochschulgelände, dann da ist eine Straße, dann kommt das Skyway-Gelände mit 28 Hektar und dann geht es weiter mit anderen innovativen Ideen. Ja, das ist ja das Silicon Valley, sage ich jetzt mal, der Emirate, so wie es in den USA eben auch so ein Silicon Valley gibt, wo eben neue innovative Ideen eben ausprobiert werden dürfen, unterstützt werden dürfen und das spielt ja keine Rolle. Auch ob da jetzt Kaitran mit dabei ist oder Hyperloop, das ist völlig egal. Die Scheichs sind hier seriös und die unterstützen eben neue Ideen und waren eben hier so begeistert, dass sie eben Skyway hier integriert haben. Hier der Kronprinz von Dubai eben im Fahrzeug. Hier sieht man schon, RTA hat hier schon ihr Logo drauf auf den Skyway-Fahrzeugen. Hier sieht man es auch nochmal, nämlich auf der World Governments Summit im Februar 2019 war das. Hier, das ist der Scheich von Sharjah, das müsste sein Sohn sein. So,
Ja, mittlerweile haben zahlreiche, hier 32 internationale Delegationen, das wird natürlich jetzt nicht mehr stimmen, aber so im Großen und Ganzen. Im Moment besuchen hauptsächlich Delegationen nicht weniger zum Errichten von Strecken, sondern die das Material liefern. Das wird ja jetzt dringend benötigt. Da hören wir ja im Moment laufend eben Verhandlungen, wenn es um Material geht. So, wichtig, wenn man ein Projekt unterstützt, ist natürlich nicht nur, ob die Technologie funktioniert, das hat man jetzt an den Patenten und an den Tests gesehen, sondern oder an den Zertifizierungen, sondern gibt es denn überhaupt Interessenten? Und ich meine, da glaube ich, brauchen wir auch nicht drüber diskutieren, da brauchen wir nur Deutschland ansehen. Und ich kann euch versichern, es gibt auch in Deutschland sehr, sehr hochrangige Interessenten, ja. Aber natürlich auch weltweit, ja. Australien hat ja gestartet, Indien, Indonesien, Malaysia, großes Thema, Afrika, die haben auch schon Wartelisten in Afrika zum Beispiel, Peru, das ist ja interessant hier, der will ja 15 Städte aufbauen, wer das Video gesehen hat von Peru, der weiß ja, dass er sogar diese Städte aufbaut und dass man als Investor sich sogar da einkaufen kann und der zeigt ja in seinem Video voller Stolz, ja, ich habe die Unterschriften von Skyway, ja, die arbeiten mit mir zusammen. Er ist ja Präsidentschaftskandidat und wie er es vielleicht nicht verstanden hat, er erwähnt in diesem Video auch, dass dort schon eine Pilotstrecke geplant sein soll und dass bereits schon eine Anzahlung geflossen sein soll. Ja? Also erzählt er in diesem Video. Ich gehe mal davon aus, dass das dann auch so ist, weil Skyway selber erzählt ja hier drüber nichts. Also es ist tatsächlich schon sehr weit fortgeschritten. Es geht nur um eine kurze Pilotstrecke, so erklärt er das auch. Und er hat auch erklärt, was er für Ziele hat damit. Und das eben unter anderem hat er erwähnt. Moskau ein großes Thema, eben sehr ein Riesenproblem. Da möchte man ja einen Ring um Moskau machen und die drei Flughäfen damit versorgen. Mongolei, da geht es um Kohle. Da ist man sich noch nicht schlüssig. Nimmt man hier dieses Unitrans, dieses Fließband für die Kohle oder nimmt man Fahrzeuge? Aber auch die stehen ja jetzt an. Tallinn steht an. Also Belgien verhandelt man wegen den Häfen, also ist hier einiges, eben USA, Nordamerika, Südamerika sowieso ist ein großes Thema. Da geht es um Lithium, da geht es um Bodenschätze, da geht es um Bäume. So, ja, und hier sehen wir es, das Sky World oder Skyway Ecosystem, das ist einfach eine große Sache. So, was gehört zu Sky World noch dazu? Skyway, wie gesagt, Transportsystem ist okay, aber Skyway hat ein Konzept zum Aufbau von sogenannten Linear Cities. Das haben natürlich andere auch, ja, aber eben mit diesen Trassen könnte man eben auch ganz neue Städte aufbauen, sogenannte Linear Cities, wo man einfach sagt, die Ökohäuser integrieren, die dann oben bepflanzt, denn Platz ist ja überall ein Problem. Es gibt ja nur noch Hochhäuser, kein Grün mehr und das ist natürlich auf Dauer bei der ganzen Landflucht ist das eine Katastrophe. Da benötigt man weltweit dringend Lösungen. Und das ist ja auch so eine Vision, wie zum Beispiel auch Peru hier hat, dieser Präsidentschaftskandidat Suárez. Da ist natürlich Skyway auch mit seinem Linear Cities Konzept voll dabei. Skyway hat spezielle Seilbrückensysteme auch auf dieser Stringtechnologie für Autos, aber auch für Fußgänger. Das Bild hier aus dem Ökopark sind wir alle schon drüber gegangen, die drüben waren. Oder eigene Fluglandebahnen könnte Skyway bauen mit dieser Technologie. Dann hat Junitzki ja einen Hubschrauber umgebaut zu einer Flugdrohne, die bis zu 1,5 Tonnen Fracht eben tragen kann, Flughöhe bis mehrere tausend Meter, Distanz bis 500 Kilometer. Für was braucht er das Ganze eben? Natürlich für den Bau zum Beispiel auf dem Wasser, im Gebirge und so weiter. Da sind 15 Autopiloten mit, die das Ganze einfach automatisiert steuern. Und die hat er auch vor, auf Wunsch, wie hat er mal gesagt, 5 Millionen baue ich euch das Ding oder baue ich euch das um. Also auch dafür gibt es Interesse. Interessenten. Dann hat er noch einen speziellen Zaun. Ich sage mal spaßeshalber, das braucht vielleicht der Trump für sich nach Mexiko rüber, weil er da immer
eben sagt, er möchte eine Mauer aufbauen, aus welchem Grund auch immer. Ich bin politisch nicht so versiert. Aber dieser Zaun ist sehr speziell. Der hält sogar einen Panzer aus. Und da oben, vielleicht brauche ich das mal später für mein Haus, fahren eben Fahrzeuge. Hier oben fahren Fahrzeuge eben mit sogenannten Kameras drinnen. Und so ein Zaun ist auch herum um den Ökopark in Minsk. Also da kann man nicht einfach hinfahren und rein. Das geht absolut nicht. Manche stellen sich das vor, nein, das ist Hochsicherheitsgebiet, nur eben beim Ökofest, da wird das Ganze eben geöffnet, aber das sind dann auch strenge Kontrollen. Und außen herum ist eben dieser Zaun. So, und dann kommen wir zum Unimobil, eines der ersten Projekte, das jetzt auch außerhalb von Skyway realisiert wird, dieses Behindertenfahrzeug für zwei Rollstühle, wo man also nicht aussteigen muss, wo auch der Rollstuhl allein schon 60 Stundenkilometer fahren könnte. Und wo mit diesem Fahrzeug kann man an den Randstein hinfahren und Auto und runterfahren, sodass man auch zum Beispiel Pizza ausfahren könnte, ja? Weil man muss hier nicht auf den Autositz wechseln, was ja oft für Behinderte sehr, sehr schwierig ist, sondern man braucht den Rollstuhl nicht verlassen. Und auch Fahrerwechsel machen damit. Sind halt hier zwei Rollstühle drin. Auch wenn einer nicht rein müsste, der muss halt dann auch im Rollstuhl sitzen. So, dieses Fahrzeug, wie gesagt, habe ich ja schon mal erwähnt. Da wird jetzt eine Firma in Zypern gegründet und da gibt es einen Investor, der das Ganze übernimmt. Und es wird auch eine Möglichkeit geben, höchstwahrscheinlich, dass man sich hier auch mit einbringt über ein spezielles System, das die Firma dann macht. Da bin ich jetzt, da hat man noch keine genaueren Instruktionen oder Informationen, vielleicht mehr dann am 9.11. Müssen wir abwarten. So, ein weiteres Projekt, das eben nach der Beendigung der Finanzierungsphase des Ökoparks im Kommen wird, das sind die Ökohäuser, die benötigt werden für die Smart Cities. Auch da werden dann Unterstützer gesucht. Das wird auch ein anderes System sein. Wie genau, weiß man auch noch nicht. Da werden wir auch spätestens, eben wenn es aufs Ende zugeht vom von der Finanzierung vom Ökopark, werden hier weitere Informationen kommen, vielleicht auch jetzt schon im November. Dann ein ganz, ganz hochinteressantes Projekt ist auch die Humusherstellung. Es gibt ja hier eine spezielle Datenbank, wo Junitzki ja eben Muttererde sich mitbringen hat lassen, erst aus Russland und Belarus, jetzt später von Investoren aus aller Welt. Dann hat man diese Mikroorganismen herausgefiltert, hat speziell dieses Uniterra entwickelt. Und mit diesem Uniterra, also ich verstehe das zumindest so, kann man eben Erde zu Humus eher beschleunigen modifizieren, wie auch immer das funktioniert. Ich bin ja hier nicht so versiert. Und das soll also einzigartig sein und man geht davon aus, dass das wirklich ein Riesenmarkt sein wird. Das regeneriert sich dann auch alles selber. Man muss das scheinbar nur einmal erwerben. Das wird dann über Lizenzen vergeben, aber genau das wissen wir hier auch noch nicht drüber. Und das Gleiche gilt für das Vakuumglas, ein Riesenmarkt weltweit, ein Vakuumglas, bei dem man 16 mm Glas ersetzt, 1,5 Meter dicke Ziegelwände zum Beispiel. Das Vakuumglas kann man natürlich, wird man natürlich in den Ökohäusern verwenden. Ich denke, es wird man auch in den Fahrzeugen verwenden. Das kann auch wird auch über Franchising vertrieben werden. Es kann in jedem Haus erworben werden in Zukunft. Das wird auch ein riesiges Thema. Man geht sogar davon aus, dass das das größte Thema von all denen sein wird, weil einfach der Markt hier riesig ist. Es schützt vor Kälte, wie zum Beispiel in Sibirien. Aber es schützt auch vor Hitze. Es ist ein sogenanntes intelligentes Glas. Vielleicht sogar, dass es sich verdunkelt. Näheres weiß ich jetzt drüber nicht. Ja, das wird sich, vermute ich mal, anpassen. Gibt ja ähnliche Sachen schon, aber genauere Details wissen wir hier nicht. Aber das ist auch ein Projekt, in dem man sich dann hinein investieren kann, wenn man möchte. Das wird dann über spezielle Firmen geregelt, auf eine andere Art und Weise, wie es jetzt erfolgt.
Aber wir sehen hier, wir haben hier schon einiges an Perspektive. Man erzählt jetzt schon, was alles danach, wie es weitergeht, was hier an Größe von diesen Unternehmen auf uns zukommen kann. Die meisten verstehen, glaube ich, gar nicht, wie groß das Ganze werden wird oder kann. So, dann gibt es, wie gesagt, laufen jetzt Delegationen in Minsk. Junitski ist ja derzeit wieder in Minsk, weil es viele Verhandlungen gibt, hier zum Beispiel mit Herstellern von Polyetheretherketon, PEEK, die eine Firma aus China, die eben für dieses Polymermaterial mit hohen thermischen und mechanischen Eigenschaften bekannt ist. Es ist nicht brennbar, das sind einfach Materialien, die er braucht, speziell eben hier für Langzeitbetrieb bei Temperaturen von 40 bis 260 Grad Celsius. Ja klar, wir beginnen in den Emiraten, ganz wichtig, das Ganze muss alles entsprechend eben gut sein. Junitski nimmt nur das Beste vom Besten. Und da es sind ja auch die Österreicher sehr, sehr stolz, weil zwei Projekte ja zum Beispiel auch eben wie diese Rohre aus Österreich kommen von Welser Profile. Und ein weiteres werde ich euch dann noch zeigen. So, aber jetzt komme ich zu Anatoli Junitski und seinem Interview, das er jetzt gegeben hat in Minsk, bei seinem Besuch in Minsk. Er ist ja meist in den Emirates, ganz klar. Und hier hat er ein paar Fragen aufgegriffen. Ich kann nur jedem empfehlen, das YouTube-Video sich anzusehen. Einerseits, wie sieht es aus mit den Tests mit dem Unibus im Ökotechnopark? Da geht es im Moment darum, dass Unibus läuft im Moment im Dauerbetrieb. Das heißt, es fährt den ganzen Tag hin und her. Erstens mal bei jedem Wind und Wetter. Dann prüft man natürlich die gesamten Systeme auf Dauerbetrieb. Wie funktionieren die Türöffner? Wie funktionieren die Bremsen? Wie sieht es aus mit der Beschleunigung? Langsame Geschwindigkeit, schnelle Geschwindigkeiten. Also man testet hier einfach die Ressourcen aus, das Material, ist es beständig genug, passt das alles. Und ich kann euch eins sagen, die Tests sind optimal ausgefallen. Also kann man eigentlich gar nichts anderes erwarten, war bisher eigentlich immer so. Gut, es kann mal irgendwas auch anders ausfallen, aber hier definitiv wieder nur positive Feedbacks. So, dann hat er berichtet über die Herausforderungen in den Emiraten. Er kann ja dort nicht bauen wie in Minsk, wo er seine Leute selbst instruiert, wo er mit eigenen Leuten arbeitet. Nein, er muss ja dort erstens mal mit Fremdfirmen arbeiten und er kann den Fremdfirmen nicht mal eigene Instruktionen erteilen, sondern er muss diese Instruktionen an die sogenannten Berater weitergeben und die Berater sprechen dann mit den Leuten. So, jetzt sagt das natürlich die Schwierigkeit. Es ist so schon schwierig, das weiterzugeben, aber die verstehen ja teilweise seine Technologie nicht. Und das führt natürlich zu Verzögerungen, auch manchmal zu Missverständnissen und so weiter. Dann hat er ihm erzählt über die Problematik mit dem Ökohaus. Dann kann er nicht arbeiten wie in Belarus, wenn es halt eilt, dann macht er halt Dreischichtensystem und Wochenende wird gearbeitet. Das geht dort auch nicht, tagsüber darfst du überhaupt nicht wegen der Hitze, nur früh und abends, Wochenende ist auch nicht erlaubt. Das ist natürlich nicht so einfach. Aber wir kennen ja unseren Junitski, ständig am Verbessern, ständig irgendwas zu machen. Er bewältigt alle Herausforderungen. Er hat das ganze Projekt eine Zeit lang sogar gestoppt. Warum? Er hat wieder was Neues herausgefunden, nämlich er hat es zwar gestoppt, aber durch dieses Stoppen hat er wieder eine Verbesserung erreicht. Und diese Verbesserung bedeutet pro Kilometer 2 Millionen Einsparnis bei den Kosten und schnellere Bauweise. Typisch für Junitski. So kenne ich ihn seit 3,5 Jahren. So, und wie gesagt, diese ganzen Tests eben für die Gewicht, er hat auch erzählt, hier bei den Trassen, warum er diese Trasse hier bauen muss, hier hinten, für die schweren Seekontainer, weil die bis zu 52 Tonnen eben von den Fahrzeugen aushalten. Auf den bisherigen Trassen haben wir hier scheinbar nur eben die Belastbarkeit von 10 Tonnen, weil da hat man natürlich auch kostengünstig versucht zu bauen, aber jetzt braucht man eben das Gewicht. Er hat immer seine Bedingungen angepasst. So, dann hat er natürlich erzählt, dass es einen neuen
großen Investor gab, der eine Million oder mehr investiert hat, eine sehr wichtige Persönlichkeit, die nicht genannt werden möchte, aber der sehr große ja, Verbindungen zu finanzkräftigen Leuten auch hat und der mit Junitzki schon zusammenarbeitet. Man hat hier eine neue Statue. Er selbst möchte eben kein Sinnbild haben, aber man hat eine neue Statue gemacht als Symbol, nicht jetzt für ihn, damit er anonym bleibt, sondern für alle Unterstützer, die dieses Projekt eben unterstützen. Und dieser Unterstützer, der möchte eben auch, ist auch bei Space Whale Unterstützer mit und hier bei dieser Figur gießt praktisch er das Pflänzlein Space Whale. Ja, das ist das Symbol, dieses Pflänzlein muss erst wachsen. Ich finde diese Skulptur sehr, sehr schön und auch interessant. Und er spricht in diesem Interview auch davon, ja, wann ist der Abschluss der Finanzierung zu erwarten? Das ist natürlich die Frage, die uns alle immer interessiert. Und er spricht, das hängt jetzt alles ab, ganz stark von eben der ersten Fahrt in den Emiraten mit eben dem Scheich, wie das Ganze alles eben aussieht. Aber er wirkt sehr entspannt dabei. Man sieht es hier auch, er schmunzelt so vor sich hin und er sagt, es ist sehr wahrscheinlich, dass es dazu kommt. Ich nenne kein Datum, aber es ist zu früh, von einem Datum zu sprechen. Ja, also. Er ist auch überzeugt, wir werden es schaffen, ohne Zweifel und verhältnismäßig schnell. Kann jeder jetzt für sich denken, was er möchte. Wer noch dabei sein möchte, dem würde ich empfehlen, wartet nicht zu lange. Wer noch als Unterstützer eben das ganze Projekt unterstützen möchte. So, dann gab es ein weiteres Interview mit Peter Janssen von BDERT. Das ist ein Unternehmen aus Belgien, das dort führend ist, eben auch für Stahlseile. Ich habe gehört, jeder dritte Autoreifen muss von denen diese Stahl oder dieses Eisen da beziehen. Und das braucht eben scheinbar für die Verstärkung der Bahnstruktur. Die arbeiten, so wie ich das gehört habe, schon zusammen. Und da geht es eben jetzt um die Herstellung eines bestimmten Fließbandes. Aha. Es hört sich jetzt so nach Mongolei vielleicht an. Und ja, es geht im Prinzip jetzt bei den ganzen Besuchen, die aktuell kommen, um Material, um die Serienfertigung. Also für mich ist das ein ganz klarer Fall eben hier. Das sind wichtige Lieferanten. Und er hat ihr ein Interview gegeben, kann man auch in YouTube sich anschauen. So, dann ist die Gütertransportanlage im Ökopark jetzt endgültig abgeschlossen. Das Ganze besteht ja aus Unitrans, das heißt aus diesem System mit diesem Förderband. Da sind jetzt die Überdachungen drauf und die ganzen Absicherungen. Das Entladeterminal ist alles jetzt fertig. Und eben dieses Unitruck, sehen wir ja immer, die beim Ökofest dabei sind. Dieses Fahrzeug fährt in dieser Trasse, also das Testgelände mit B- und Entladungssystem. Auch das ist jetzt fertig. Und dann gibt es hier, wenn man sich neutral informieren möchte und nicht so Freunden von Junitzki und Skyway in Anführungszeichen glauben möchte, sondern sich seriös informieren möchte über den Stand, gibt es hier zahlreiche Kanäle. Das ist vk.com, es ist twitter.com, linkedin.com, Instagram, Facebook gibt es Seiten, YouTube gibt es einen Channel. Also wenn jemand sich oder Telegram. Also wenn jemand sich wirklich ernsthaft informieren möchte, ja, und sich nicht von denen, ja, die uns gegenüber sehr freundschaftlich gesonnen sind, davon abbringen lassen möchte, dann kann ich nur jeden raten, informiert euch hier, schaut euch die Seite junitzki.com an, dort ist alles dokumentiert, auch das mit TÜV Thüringen und so weiter, wird man alles finden. Und man kann auch eben uns fragen, man kann alles widerlegen, was da draußen so am Blödsinn erzählt wird. Fakt ist, das Ganze ist in der Realisierungsphase, wo wir jetzt auch ganz, ganz
begeistert sind, dass Dina Kalfin, ich habe ja schon oft mit ihm gesprochen, auch ein ganz netter junger Mann, der hat ja jetzt die Aufgabe übernommen, uns wöchentlich eben in Deutsch zu informieren. Da freuen wir uns ganz besonders. Der eine oder andere bekommt auch von ihm mal einen Anruf. Also wenn es plus 7 heißt, dann kann auch er mal dran sein. Ein ganz netter Herr, junger Mann, der auch mal Fragen beantwortet. Also scheut euch nicht, wenn plus 7 euch anruft. Das könnte Skype sein. Und Skyway Kapital, und er informiert oder beantwortet einfach Fragen, wenn ihr welche habt, und ist ein ganz, ganz netter. So, derzeit laufen Stromaufnahmetests, habe ich ja gesagt, also auch über die Schiene kann der Strom aufgenommen werden, aber auch über Technik im Fahrzeug. Es gibt unterschiedliche Betriebsbedingungen eben über die Stromaufnahme. Es gibt, mal fährt man schneller, langsamer, Widerstand und so weiter. Ich bin kein Techniker, ich werde hier auch nicht zu sehr ins Detail gehen, aber eben hier laufen eben aktuell die Tests über, ob das alles optimal funktioniert. Und wir haben ja hier diesen Muli von dem Highspeed, wo eben keine Sessel drin sind, wo man an die Elektronik gut ran kann, und da kann man eben diese Tests viel einfach durchführen, dokumentieren. So, und ich habe euch schon erzählt, das vierstöckige Gebäude ist jetzt 2 Jahre alt, und hier seht ihr, was mir aufgefallen ist, unglaublich viele junge Leute. Ich war, wie gesagt, schon selbst drinnen. Ich glaube, der Schnitt liegt hier um die 30, und auffallend sehr viele Frauen bei diesem Thema. Ja, ich werde immer ausgelacht, wenn ich mal Offline-Präsentation mache und mich so echauffiere und so begeistere für Skyway, dann sitzen ja oft die Männer drin und schmunzeln. Also ich bin nicht allein Fan von Skyway. Wir sehen es hier, hier arbeiten sehr viele Frauen auch eben in diesem Office, und da geht es ja wirklich um Technologie. Ja, also bitte, meine lieben Herren, auch die Frauen interessieren sich für sowas. So, was werden hier eben entwickelt? Natürlich neue Industriemuster für das Rollmaterial, das heißt die Fahrzeuge, die autonome Steuerung, was ja benötigt wird, Verkehrsanlagen im Ökopark und Infrastruktur, alles was halt rund um Skyway erforderlich ist. Aber wirklich, ich finde es wirklich spannend und toll, dass sie so viele junge Leute haben. Das wird natürlich auch in Zukunft noch mehr werden, wenn die ganzen Studenten dazukommen. Weil ich sag mal, diese jungen Leute sind noch visueller, die sind noch offener, die sind noch nicht blockiert. Natürlich braucht man auch Ältere, die das Ganze führen, das hat Skyway natürlich auch, aber ich finde es fantastisch, dass man hier jungen Menschen eben die Chance gibt. Dann war Skyway beim Forum Intellektuelle Transportsysteme in Russland dabei. Man ist ja auch ständig eben dabei bei Foren, eben das hat im Moment mehr als fokussiert als Messen eben, weil da geht es einfach immer um intelligente Systeme hier oder um Umweltschutz, um Lösungen für den Verkehr und weltweit eben ein ganz großes Thema. Und hier waren sie eben auch wieder dabei in Russland. So, ja, und wie gesagt, schon wieder Österreich vertreten, nämlich die Vertreter von, oh, jetzt hoffe ich, sage es nicht falsch, Föste Alpine oder Föste Alpine, also ich kenne das Unternehmen leider nicht aus Österreich. Hier geht es, die sind scheinbar weltmarktführend in Drahtseilproduktion für vorgespannte Konstruktionen, brauchen wir natürlich hier, und hochfeste Drähte und Stahle für PKW-Karosserien. Und das braucht Junitsky ja auch. Und die sollen scheinbar in Zukunft zusammenarbeiten und sich koordinieren mit den Energo Komplekt aus Minsk. Also die sind eben marktführend in Produktion und Vertrieb von Kabeln und Leitern. Also das wird ja miteinander kombiniert. Und hier wurden eben die Formen der Zusammenarbeit und die Bedingungen, Wege für die Partnerschaft und so weiter besprochen und festgelegt. Also wir sehen schon, es geht im Moment wirklich nur um, wie geht man jetzt in die Serienfertigung, wie hat man das optimalste Material und so weiter. Und wir sind natürlich sehr, sehr stolz, auch wenn eben
Firmen wie eben aus Österreich, diese beiden eben auch dabei sind. So. Dann kam noch eine Information, im Kampf um die Geschwindigkeit ist die Welt scheinbar bereit aufzugeben. Das heißt, man will langsamer werden, um die Umwelt zu schonen. Hier gab es einen Artikel im Technologieportal Wired oder Wired, ist ja eine englische oder also eine englischsprachige Seite, deshalb nehme ich an, das heißt Wired. Und yes, speed is killing the planet, time to focus on efficiency. Das heißt im Prinzip, Geschwindigkeit killt unseren Planeten. Wir müssen uns auf Energieeffizienz und auf Effizienz eben konzentrieren. Junitsky sieht das ein bisschen anders. Er sagt, wir haben ja ein ganzheitliches System. Wir können ja optimal arbeiten, indem wir einfach das Ganze optimieren, dann können wir auch Geschwindigkeiten erreichen, aber eben Elektrizität auf der Schiene und so weiter. Also warum soll man darauf verzichten, auf Geschwindigkeit, wenn es auch Lösungen gibt, wo beides möglich ist? Ja, auch Hyperloop arbeitet ja in dieser Richtung. Natürlich ist die Lösung, die jetzt zum Beispiel Elon Musk vorgeschlagen hat, mit Raketen von A nach B, ja, von Moskau nach Australien, das ist ja Blödsinn, da wird ja das Ganze... ja, ich sage mal, die ganze Umwelt wieder belastet, das funktioniert natürlich nicht. Aber mit Highspeed oder Hyperloop oder meinetwegen auch mit Hyperloop, ja, wenn Sie meinen, es wird immer in der Zukunft verschiedene Systeme geben, ja. Wenn das Ganze umweltfreundlich ist und hoffentlich auch nicht so hässlich in der Umgebung, das ist ja das, was ich ein bisschen bezweifle bei Hyperloop. Und ob das auch so funktioniert, das muss man einfach die Zukunft abwarten. Aber ich finde es offen gesagt potthässlich. Ja, ist meine persönliche Meinung. Aber es wird einfach Möglichkeiten geben und brauchen, wie man einfach diese Transportproblematik, wie man hier ganz deutlich auch in dem Bild sieht, in den Großstädten und in den Ballungsgebieten einfach in den Griff bekommt oder auch durch Wüsten und so weiter. Also hier ein interessanter Artikel, vielleicht mal durchlesen. Ganz neu heute kam dann noch die Information, also dass Studenten der russischen Hochschulen schreiben und verteidigen wissenschaftliche Arbeiten von Skyway Transport. Das heißt, mit verteidigen ist gemeint, sie erarbeiten das und sie sehen, jawohl, das Ganze ist realisierbar. Ja, Skyway arbeitet ja schon erfolgreich mit der russischen MIIT zusammen. Und mit weiteren europäischen Hochschulen und natürlich auch mit der amerikanischen Universität in Sharjah. So, und hier geht es eben um Studenten der Föderativen Universität im Ural und der Staatlichen Architektur- und Bauuniversität in Nischni Mowgorod. Also, wenn ich das falsch ausspreche, man verzeih es mir, mein Russisch lässt etwas zu wünschen übrig. So, und sie schreiben, interessant, seit 2 Jahren Bachelor- und Masterarbeiten zu Skyway. Ja? Wir haben es ja schon in der Vergangenheit öfter mal erlebt, dass der eine oder andere Student oder Studentin wie in Italien damals über Skyway schreiben, über Nachhaltigkeit und so weiter. Aber hier geht es eben um die Technologie, den Beweis hierfür, dass es eben funktioniert. Ja, und die Hochschulen sind natürlich sehr, sehr wichtig. Man braucht ja Nachwuchs. Das ist ja Junitskys größtes Problem. Aha, First Alpine. Vielen Dank, Gerhard, dass du mir das sagst. So, und somit sind wir noch am Ende angelangt. Das heißt, wir sind ja in der Unterstützungsphase, Finanzierungsphase, geht ja jetzt in die Endphasen, Etappe 14 und 15. Das sind die Phasen, wo die Highspeed-Strecken eben realisiert werden sollen. Vor allen Dingen die Highspeed bis 500 in Abu Dhabi und wie gesagt, die Möglichkeit eben Unterstützer zu werden, hat man noch bis Ende der Etappe 15. Näheres bitte mit der Person besprechen, die sie eingeladen hat oder wer niemanden hat, kann mich natürlich auch mal gerne mal über Facebook oder Skype kontaktieren zu fragen. Aber in der Regel wird man ja hier eingeladen. So, gut. Also ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich weiß, wird immer mehr Input, immer mehr Information, aber ich glaube, das Ganze wird auch immer spannender und es ist halt nun mal eine innovative, neue Idee. Man muss sich das Ganze mehrfach anhören, um alles zu verstehen und zu realisieren.
Und wer möchte, wie gesagt, kann sich gern informieren über die Junitzki.com-Seite, wo seit 1977, denn seit 41 Jahren arbeitet Junitzki an Spaceway, an Skyway eben später und dieser unglaublichen, ja, Realisierung jetzt, was hier passiert. Und dann gibt es noch eine Seite, die svg.io. Dort kann man sich informieren über Blockchain, über die Projekte, die nächstes Jahr eben starten sollen. Dubai soll ja dieses Jahr noch sein, auch die Highspeed-Strecke soll dieses Jahr noch starten. Im Winter passiert ja dort am meisten, weil es dort nicht so heiß ist. So, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und ja, wir hören uns wieder in 2 Wochen, nicht wahrscheinlich in 3 Wochen. Bitte in den Plänen nachsehen oder in den Gruppen werden die Informationen in der Regel gepostet. Vielen Dank.